Meta bzw. ehemals Facebook ist in meinen Augen eines der spannendsten Aktienunternehmen unserer Zeit. Denn es ist einer der größten Tech-Konzerne, kaum verschuldet, enorm profitabel, mit einer der größten Wetten auf ein Zukunftssegment, das noch kaum Erlöse abwirft, nämlich das Metaverse. Bisher wurde diese Wette noch nicht belohnt, eher im Gegenteil, die Aktie ist ziemlich stark gefallen, die Kosten sind gestiegen, während die Umsätze dem noch nicht nachkamen. Es gibt externe, aber auch hausgemachte Probleme. Auf der anderen Seite ist die Meta-Aktie dadurch so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Ein Kursgewinnverhältnis von 12 bis 13, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis ist von unter 10. Antizyklische Chance oder Value Trap, das möchte ich heute herausfinden. Meta hieß bis vor kurzem noch Facebook und wahrscheinlich gab es drei Gründe für die Umbenennung. Einerseits der Shift ins Metaverse, da macht der Name Meta nur Sinn. Facebook, der Name vorher war auch nicht wirklich gut geeignet, da es unterschiedlichste soziale Netzwerke unter dem Facebook-Dach gab. Und drittens, wahrscheinlich auch aus Imagegründen, wurde der Name Facebook abgelegt. Der neue Name zeigt schon, wo es hingehen soll, nämlich ins Metaverse. Man muss aber festhalten, die Erlöse, die Umsätze kommen heute zum allergrößten Teil immer noch durch Werbesegmente. Das schauen wir gleich nochmal anhand der neuesten Quartalzahlen genauer rein. Im Unternehmen Meta stecken unterschiedliche Produkte. Das ist einerseits das soziale Netzwerk Facebook, außerdem Instagram, die beide immer enger miteinander verzahnt werden. Allerdings auch der Messaging-Dienst WhatsApp. Es gab auch noch kleinere Akquisitionen, vor allem im B2B-Messaging-Bereich, aber ganz zentral ist auch die Akquisition von Oculus, die schon vor vielen Jahren geschehen ist, jetzt aber umso wichtiger wird, weil dort Hardware verkauft wird für Virtual Reality, Augmented Reality, also die Grundlage für das Metaverse darstellt. Today we're going to talk about the Metaverse. All right, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Werfen wir mal einen Blick in die jüngsten Quartalsergebnisse, denn die verraten einige spannende Dinge. Wir sehen, wir sind im Umsatz über dem Vorquartal, aber unter dem Vorjahresquartal. Um etwa 1% ist der Umsatz zurückgegangen. Man sieht also auch in den Zahlen die aktuell sehr schwere Phase. Wenn beispielsweise auch der E-Commerce schlechter läuft, dann geben natürlich auch E-Commerce-Shops weniger Geld für Werbung aus, können weniger bezahlen. Entsprechend macht sich das auch bei Meta an den Werbeerlösen bemerkbar. Dazu kommen auch negative Wechselkurseffekte für Meta. Und das Vorjahresquartal war auch sehr stark getrieben durch die Corona-Pandemie. Also es ist ein relativ schweres Vergleichsquartal. Und ebenfalls spannend ist die Verteilung der Umsätze. Wir sehen hier, die Family of Apps Revenue, größtenteils aus Advertising-Erlösen, ist mit Abstand der größte Teil und nur ein ganz kleiner Teil kommt bisher aus dem Segment Reality Labs, das letztendlich die Grundlage für die Metaverse-Strategie darstellt. Und so richtig, wenn man sich den Quartalsverlauf mal anguckt, ist es auch noch nicht angestiegen. Also sehr hohe Investitionen, aber noch kein wirkliches Umsatzplus. Und das wird noch deutlicher, wenn wir hier mal auf das operative Ergebnis schauen. Wir sehen hier, Meta ist die ganze Zeit jedes Quartal profitabel. Das operative Ergebnis ist aber auch so niedrig wie seit im Grunde 2 Jahren nicht mehr. Die operative Marge, die lag vor 1,5 Jahren noch bei 46%, dann immer noch im 40%-Bereich, dann im Bereich von 30% und jetzt gerade nur noch bei 29%. Absolut gesehen, 29% immer noch eine tolle und gute Marge, aber eben ein deutlich rückläufiger Trend. Der wird vor allem dadurch erklärt, dass Meta immer weiter eingestellt hat, vor allem in diesem Metaverse-Bereich, dort aber noch kaum Erlöse kommen. Das heißt, die Kosten steigen die ganze Zeit, der Umsatz steigt deutlich langsamer als vorher, beziehungsweise stagniert jetzt im Grunde und entsprechend sinken dann die Margen. Wir sehen das auch, was hier für massive Summen in das Metaverse investiert werden. Wir sehen hier allein im letzten Quartal knapp 3 Milliarden US-Dollar Defizit aus diesem Reality Labs Geschäft. Und das lag auf ähnlichem Niveau wie die Vorquartale. Das heißt, wenn wir mal so annehmen, 3 Milliarden in etwa pro Quartal verliert dieses Segment, dann haben wir 12 Milliarden US-Dollar Verlust jedes Jahr durch Investitionen ins Metaverse. Schauen wir uns diese Kostenstruktur genauer an, dann sehen wir jetzt vor allem auch einen Wandel. Insgesamt nehmen die Kosten etwas mehr vom Umsatz ein und dieses Segment Research and Development, also Forschung und Entwicklung, ist das, was größer geworden ist. Das lag vor 1-2 Jahren eher bei 20%, jetzt liegt es bei 30%. Alle anderen Kostenblöcke sind weitestgehend gleich geblieben, was für mich erstmal eine gute Nachricht ist. Am liebsten möchten wir, wenn ein Unternehmen schon Geld verliert oder mehr Geld ausgibt, dass es in Forschung und Entwicklung geht und nicht beispielsweise für Marketingmaßnahmen oder für Administratives draufgehen muss. Was man wahrscheinlich gar nicht so glauben würde, zumindest aus deutscher Sicht, dass Meta immer noch Nutzer gewinnt, das heißt, jedes Jahr oder jedes Quartal nutzen mehr Menschen ein Meta-Netzwerk. Aber hier muss man auch sehen, dass das tatsächlich in Europa schon rückläufig ist. In den USA war es zuletzt auch leicht rückläufig und das Wachstum der Nutzerzahlen kommt hier vor allem aus dem Rest der Welt oder dem asiatisch-pazifischen Raum, also eher aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Nun schauen wir uns den Aktienkurs an und sehen, dass Meta in nur wenigen Monaten enorm verloren hat, etwa 50% unter dem Allzeithoch steht. Darin stecken in meinen Augen 4 große Bedrohungen für Meta. Ich glaube aber auch, dass es Wachstumshebel gibt, die etwas versteckter sind, über die kaum jemand spricht, die tatsächlich auch in die andere Richtung einen positiven Effekt haben können. Schauen wir aber erstmal auf die Bedrohungen. Die erste ist Regulierung. Mark Zuckerberg hatte schon Anhörungen vor dem US-Kongress und es werden immer wieder kritische Berichte veröffentlicht darüber, ob Meta eigentlich
verantwortungsvoll mit der eigenen Größe umgeht. Da fallen Stichworte wie mentale Gesundheit. Gibt es Echokammern oder gibt es zu viel Hate Speech? Sollten Dinge gesperrt werden, also auch zensiert werden, oder sollte das eher weniger passieren? Der Vorwurf ist ganz oft, dass Meta alles auf Profitabilität optimiert, nicht wirklich auf das Wohlbefinden der Nutzer oder auch für das Positive der Gesellschaft. Das legt Meta natürlich anders dar. Ich hatte auch ein ziemlich spannendes Gespräch zuletzt mit Niklas Steenfart, ehemaliger Entwickler bei Facebook, der da auch einen etwas anderen Blick darauf hat, einige Aspekte kritisch beleuchtet, andere etwas undifferenziert in den Medien dargestellt findet. Das konkrete Risiko aus Meta-Sicht ist, dass vielleicht Meta irgendwann zerschlagen wird, also vielleicht in die einzelnen sozialen Netzwerke aufgespalten wird. Das Meta'sche Netz kaum in der Lage ist, noch neue soziale Netzwerke zu kaufen, weil es zu groß geworden ist, oder dass dort einfach stärker staatlich interveniert wird. Die zweite Bedrohung, die ich sehe, ist TikTok. TikTok gewinnt massiv an Marktanteilen, vor allem wenn man sich anschaut, wie viele Stunden in welchem sozialen Netzwerk verbracht werden. Das steigt bei TikTok massiv. TikTok baut auch Werbelösungen aus, das heißt auch die Gelder von Unternehmen werden wahrscheinlich verstärkt in TikTok fließen. Man sieht auch ganz schön anhand der Entwicklung von Instagram, dass Instagram im Grunde genau das nachbaut mit Reels, was TikTok etabliert hat, nämlich Videos vor allem in einem Kurzformat, ein viel inspirativer Algorithmus. TikTok gibt hier also gerade die Richtung vor, eine Plattform wie YouTube macht das nach, eine Plattform wie Instagram macht das nach. Instagram hat es schon damals geschafft, mit Stories letztendlich eine Snapchat-Funktion zu kopieren und sie besser ins eigene Produkt zu integrieren und selbst dadurch nochmal stark zu wachsen. Jetzt muss Instagram es schaffen, oder versucht es zumindest, letztendlich eine TikTok-Funktion oder TikTok als Ganzes zu kopieren und in die eigene App zu integrieren. Das Risiko aus meiner Sicht ist, dass das vielleicht nicht ganz gelingt. Das heißt, Instagram Reels wird vielleicht immer das schlechtere TikTok bleiben. Gleichzeitig vergrault man auch die Nutzer, die eher Bilder teilen wollen. Ich sehe hier aber auch eine Chance, über die kaum gesprochen wird, nämlich dass TikTok vielleicht sogar die Rettung sein könnte in einem bestimmten Bereich für Meta. Denn vorher habe ich ja über Regulierung gesprochen. Diese Regulierungswünsche kamen vor allem auch daher, weil Meta oder Facebook und Instagram und WhatsApp als Monopolist gesehen wurde. Dieses Monopol wird nun immer weiter aufgebrochen. Das heißt, es ist schwer zu verargumentieren, wenn man sagt, Meta ist im Bereich sozialer Netzwerke zu mächtig, weil sich gerade gezeigt hat, dass ein anderer Konkurrent ziemlich schnell, ziemlich stark Marktanteile gewinnen kann. Außerdem hat Meta natürlich ein schlechtes Image. TikTok kommt aber aus China und da gibt es nochmal regulatorisch ganz andere Problematiken, wie auch der Umgang mit Nutzerdaten dort geregelt ist. Und dort könnte Meta auf einmal sogar zumindest als geringeres Übel als TikTok dastehen. Die dritte Bedrohung für Meta ist der Datenschutz oder auch Privatsphäre-Einstellung. Gerade Apple schraubt die immer weiter hoch, Google zieht da auch langsam nach. Es bedeutet am Ende, effektiv kommen weniger Daten bei Meta an. Je weniger Daten es gibt, desto ungenauer wird die Werbeaussteuerung, die Werbetreibende gerade auf Facebook und Instagram so gut finden. Wenn die Werbeaussteuerung ungenauer wird, was definitiv der Fall geworden ist, dann wird auch tendenziell weniger Geld bezahlt. Es kann schwerer gemessen werden, hat diese Werbeanzeigung jetzt zu einem Klick oder zu einem Kauf geführt oder eben nicht. Ich glaube, dass sich das normalisieren wird. Die schwierigste Phase, die war wahrscheinlich schon oder ist jetzt gerade, denn die Privatsphäre-Einstellungen von Apple wurden hochgeschraubt, viel weniger Daten kamen durch, der Algorithmus muss sich neu kalibrieren und Meta muss jetzt schauen, wie gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, trotzdem mit weniger Daten bessere Ergebnisse zu erzielen. Langfristig würde ich also davon ausgehen, dass Meta es auch wieder schafft, das zu verbessern. Nichtsdestotrotz fehlen erstmal Daten. Und viertens ist eben ein Problem die sinkende Marge. Es ist aktuell noch nicht absehbar, wann denn Erlöse in signifikantem Volumen durch dieses Metaverse-Segment kommen. Da gibt es Schätzungen, auch McKinsey-Studien, die den Wert von Metaverse enorm hoch ansetzen. Ich halte das alles für sehr spekulativ. Keine Ahnung, wann die Erlöse kommen und in welcher Höhe. Das heißt, ich glaube, dort wird sehr lange noch investiert werden und Meta wird diesen Schritt auch nicht rückgängig machen, sich einzugestehen, nee, das mit dem Metaverse wird nichts, wir sind wieder ein soziales Netzwerk. Wenn diese Bedrohungen jetzt zu einem Umsatzrückgang führen sollten, wovon Analysten noch nicht ausgehen, die Ausgaben aber auf einem hohen Niveau bleiben oder vielleicht sogar steigen, weil man noch verstärkter ins Metaverse möchte, dann wird das auch dazu führen, dass die Margen erstmal zurückgehen. Und dann haben wir letztendlich einen entgegengesetzten Operating Leverage. Wir haben etwas weniger Umsatz, etwas weniger Gewinnmarge, also am Ende weniger Gewinn. Und dann ist das optisch günstige KGV eben auch nicht so günstig, wie es dann heute den Anschein macht. Aber Meta leitet hier schon Schritte ein. Es werden deutlich weniger Mitarbeiter eingestellt, die Investitionen werden um einen kleinen einstelligen Milliardenbetrag zurückgefahren. Und Mark Zuckerberg, der CEO, hat mehrfach gesagt, dass sie jetzt auch stärker auf Kosten achten werden, dass Projekte mit niedriger Priorität runtergeschraubt werden. Vorher haben sich Mitarbeiter fast eigenständig ausgesucht, an welchem Projekt sie arbeiten wollen. Jetzt wird das wieder stärker vorgegeben. Meta möchte also mehr Wert auf Effizienz legen, gleichzeitig die Kostenstruktur, die über die letzten Quartale etwas aus dem Ruder gelaufen ist, wieder einfangen. Diese Bedrohungen sind real. Sie sind der zentrale Grund dafür, warum die Meta-Aktie auch so stark abgestürzt ist und warum die Bewertung heute auch so optisch günstig bzw. damit eben auch pessimistisch ist. Ich glaube aber auch, dass es nach vorne einige Wachstumsstrategien gibt. Allen voran eben das Metaverse. Wir haben hier schon enorm hohe Ausgaben, aber noch keine Erlöse. Was aber auch bedeutet, wenn die
Ausgaben erstmal die gleichen bleiben und es vielleicht nach und nach mehr Erlöse aus dem Metaverse gibt, sei es einerseits aus dem Hardware-Verkauf, also dass beispielsweise Brillen verkauft werden, andererseits auch aus dem Software-Verkauf, dass dort also ein eigenes Ökosystem geschaffen wird, dann steigt die Marge aus diesem Segment schrittweise. Die Ausgaben sind schon da, die Erlöse kommen in Zukunft, das heißt, es sind erstmal Investitionen, wo ich auch davon ausgehen würde, dass die Marge zumindest hier sich verbessern sollte, also erstmal weniger negativ ist aus dem Metaverse-Segment. Dann hat Meta noch ein riesiges Asset, das bisher kaum monetarisiert ist, und zwar WhatsApp. Über 1 Milliarde Nutzer weltweit und kaum Erlöse daraus. Hier gibt es erste Schritte, dass WhatsApp mehr für Unternehmenskommunikation geöffnet werden soll. Sprich, Unternehmen bezahlen dann am Ende Geld dafür, dass sie über WhatsApp kommunizieren dürfen, dass vielleicht auch Newsletter-ähnliche Formate darüber realisiert werden. Erste Schritte gibt es da schon und ich halte das für sehr erfolgsversprechend, dass dadurch ein Mehrwert für Nutzer geschaffen werden kann und auch eine Monetarisierungslösung für Meta. Meta versucht sich auch an Payment-Lösungen. Das heißt, dass beispielsweise in einem Instagram-Chat gezahlt werden kann und das Ganze von Meta auch abgewickelt wird. Dann gab es auch andere Projekte wie Diem, also letztendlich eine Kryptowährung von Meta initiiert, die dann aber gescheitert ist. Auf diese Payment-Varianten, da würde ich aufgrund des mangelnden Vertrauens in Meta auch nicht zu viel geben, aber diese Option besteht. Dann das Thema Social Commerce, also womöglich auch direkt Käufe über Instagram tätigen zu können, dort wo eh schon Produkte platziert und beworben werden. Auch engere Integration mit beispielsweise Shopify spielen da eine Rolle. Dadurch entsteht ein attraktives Werbeformat für Werbetreibende und Meta bekommt wahrscheinlich auch mehr Daten, weiß also, wer auch überhaupt etwas kauft, wer also auch kaufwillig ist und interessanter ist für bestimmte Formen von Werbung. Und ein möglicher Hebel ist auch die Creator Economy. Vor allem auf Instagram sind Influencer aktiv, bewerben Produkte und setzen ziemlich viel Geld um, wovon Instagram eigentlich nichts hat. Klar, es entsteht dort Content, der die Plattform befeuert, aber dort werden Umsätze gemacht und es gibt keine Provision für Meta. Auch dort gibt es nun Initiativen, die TikTok auch schon so umgesetzt hat, einen eigenen Marktplatz aufzusetzen, wo also beispielsweise Meta in dem Fall Influencer vermitteln könnte. Meta sitzt auch direkt am Kern, hat also auch die besten Daten, um Auswertungen zu liefern. Ob das wirklich klappt, sei nochmal dahingestellt, aber es gibt, glaube ich, zusammenfassend viele Wachstumshebel, die kaum diskutiert werden, die Meta noch im Bereich Advertising und der sozialen Netzwerke hat. Werfen wir die Zahlen mal ganz konkret in eine Renditeberechnung. Keine Garantie, keine Anlageberatung, sondern meine persönlichen Annahmen, die ich treffen würde. Und vorweg gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil es hier viele unterschiedliche Komponenten gibt. Einerseits viele Bedrohungen, andererseits auch Wachstumschancen, wo nicht ganz klar ist, wann und in welchem Umfang diese Früchte tragen werden. Schauen wir aber mal rein. Ich habe die aktuellsten Daten eingetragen. Wie stark kann Meta wachsen? Gut, hier gibt es eine ziemlich große Spannbreite. Wir haben gesehen, im aktuellsten Quartal gab es einen Rückgang von -1%. Währungsbereinigt wäre es leicht positiv gewesen. Und das ist aber auch mit Abstand das schwächste Quartal wachstumsseitig, das wir in den letzten Jahren hatten und natürlich auch in einer der schwersten Phase. Schauen wir auf die Analystenerwartungen, dann sehen wir für dieses Jahr 1% positives Wachstum, danach sogar 12%. Gut, ich nehme mal im Mittel kurzfristig 6% an und glaube, dass sich das langfristig auf 4% annähert. Das heißt im Grunde nur ein Wachstum leicht über dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum. Ich glaube aber schon, dass tendenziell durch das Metaverse zumindest etwas mehr Erlöse reinkommen werden, dass es auch noch etwas Digitalisierungsrückenwind gibt, gerade auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern, wo Facebook noch einen besseren Stand hat und wo auch der durchschnittliche Umsatz je Nutzer deutlich unter dem Niveau liegt von den Industrienationen. Das heißt, wenn das etwas angehoben wird, kann zumindest ein leichtes Wachstum noch entstehen. In einem pessimistischeren Szenario habe ich aber auch mal angenommen, dass das Wachstum jetzt -5% beträgt. Das heißt, es geht relativ deutlich zurück und normalisiert sich erst auf 10 Jahressicht auf 0. Das heißt, erst da wird Meta irgendwie stabil. Der Umsatz würde dann im pessimistischen Szenario in 10 Jahren nur bei 90 Milliarden liegen. Heute liegt er bei etwa 120 Milliarden. Im mittleren Szenario gehe ich davon aus, dass sich der Umsatz auf 10 Jahressicht um etwa 50% steigern kann. Die Nettomarge liegt auf Jahressicht um und bei 30%. Die ist im letzten Quartal eben nochmal deutlich zurückgegangen, wie wir gesehen haben. Ich gehe auch langfristig davon aus, dass die Nettomarge etwas zurückgeht. Im Mittel bin ich hier bei 27%, im pessimistischeren Szenario bei 22%. Das KGV im Mittel nehme ich mal 16 an, ziemlicher Marktdurchschnitt, auf jeden Fall kein Premium und im pessimistischeren Szenario nur 12. Das ist das aktuelle Bewertungsniveau für Meta eben historisch günstig. Was entstehen dadurch nun für Renditen? Im Mittel lege die Renditeerwartung beim aktuellen Kursniveau bei 12% pro Jahr mit genau diesen Zahlen. Aber das pessimistische Szenario zeigt auch, es gibt hier ein reales Abwärtsrisiko. Wenn die Umsätze zurückgehen und die Margen etwas komprimiert werden, dann glaube ich, dass man mit der Meta-Aktie auch auf 10 Jahre Sicht etwas Geld verlieren kann. Im Mittel kann man aber auch etwas Rendite erwarten, wo ich nicht mal glaube, dass in dieser Wachstumserwartung jetzt die Metaverse-Wette als erfolgreich drinsteht. Ich glaube, da werden ein paar Erlöse kommen, aber ich glaube nicht an diesen riesigen Durchbruch in den nächsten 10 Jahren. Wenn man daran glaubt, dass das Metaverse voll durchschlägt, dass Meta dort auch erfolgreich wird, dass dort vielleicht auch Softwareumsätze realisiert werden mit höheren Margen und die Margen weitestgehend stabil gehalten werden und dann das Bewertungsniveau vielleicht bei einem 22er KGV liegt, dann kann man definitiv auch viel Rendite mit der Meta-Aktie erzielen. Dann läge der
Börsenwert in 10 Jahren vielleicht bei knapp 2 Billionen US-Dollar, also in 10 Jahren etwa auf dem Niveau, wo die großen Tech-Aktien heute sind oder zumindest vor einigen Monaten waren. Eine spannende Betrachtung ist auch, wenn wir uns mal die Frage stellen, was wäre Meta eigentlich ohne das Metaverse? Ein deutlich profitableres Unternehmen. Wir haben gesehen, auf Jahressicht haben wir etwa 10 bis 12 Milliarden Verlust durch dieses Reality Lab-Segment. Wenn man das nun sofort schließen würde. Wir sagen, wir verkaufen das nicht mal, wir machen es einfach nur dicht, kriegen 0 Euro dafür, würde es bedeuten, dass der Gewinn pro Jahr bei Meta direkt um 10 bis 12 Milliarden US-Dollar steigt. Entsprechend wäre dann auch die Marge höher und das KGV läge bereinigt wahrscheinlich nur etwa bei 9, also wirklich eine enorm günstige Bewertung. Ist aber natürlich eher ein theoretisches Gedankenkonstrukt, weil ich eben nicht davon ausgehe, dass das Metaverse oder die Metaverse-Pläne einfach so gestrichen werden. Es zeigt aber, dass wir hier im Kern gerade ein ziemlich günstig bewertetes Advertising-Geschäft haben, wovon die Erträge zu einem wesentlichen Teil genommen werden, um sie auf eine Zukunftswelt zu setzen. Das finde ich persönlich ziemlich mutig. Ich bin aber skeptisch, ob das wirklich so aufgeht und am Ende die hohen Verluste, die man aktuell damit erzielt, auch in Zukunft wieder reingeholt werden. Und ob es da nicht erstmal andere Möglichkeiten gäbe, weniger zu investieren, überhaupt erstmal für Vertrauen zu sorgen, weil in ganz vielen Bereichen, in vielen Chancen, die Meta hat, glaube ich, dass zu wenig Vertrauen das Ganze verbauen könnte. Und noch stärker auf andere Produktinnovationen setzen. Im Bereich sozialer Netzwerke, die vielen Chancen, die ich aufgezeigt habe, WhatsApp zu monetarisieren in Richtung B2B-Kommunikation, Social Commerce, Payment-Lösungen. Ist natürlich alles einfacher gesagt als getan, aber da würde ich mir etwas mehr Fokus wünschen. Ich bin aber tatsächlich auch in Meta investiert, schon seit einigen Jahren. Das heißt, ich liege auch mit der Aktie noch im Plus. Aktuell glaube ich auch, dass die Bewertung relativ günstig ist, aber ich bin tatsächlich skeptisch, bei einer rein Buy-and-Hold-Strategie auf Meta zu setzen, weil es da viele mögliche Ergebnisse gibt und ich würde die Position aufgrund des Risikos auch nicht zu groß wählen. Noch mehr spannende Punkte zu Meta findest du auch in meiner eigenen Aktienanalyse. Dort gibt es sogar interne Mails, die mal gezeigt wurden, wie Meta eigentlich bei der Akquisitionsstrategie vorgeht. Ausführlichere Diskussionen der Annahmen, der Renditeberechnung, eine komplette SWOT-Analyse. Ist Mark Zuckerberg eigentlich ein guter Manager oder schlecht? Also ist er eher Stärke oder ist er eher Schwäche? Und natürlich auch den Podcast mit dem Ex-Facebook-Entwickler Niklas Steenfart kannst du dir dazu gern anhören. Den findest du einfach auf dem YouTube-Kanal oder auch bei mir im Aktienrebell-Podcast, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo du Podcasts findest. Lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was du zur Meta-Aktie denkst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es natürlich gerne mit einem Daumen hoch. Vielen Dank dafür, mach's gut und bis zum nächsten Mal.